eigentlich schon 1986, als ich das erste Gespräch mit Gorbatschow in Moskau gehabt habe und als er in diesem Gespräch auf der einen Seite zunächst den sowjetischen Standpunkt in verschiedenen Fragen bekräftigt hat, auf der anderen Seite aber auch das bestätigt hatte, was er vorher schon in vielen Reden gesagt hatte, dass Veränderungen in der Welt notwendig sind. Und als er schließlich sozusagen die Systemfrage stellte, indem er sagte, wie kann es sein, dass wir den Amerikanern in der Weltraumfahrt ebenbürtig sind und das in der Rüstung auch, aber dass wir nicht in der Lage sind, unsere Bürger ausreichend mit Wohnraum, mit Autos, mit Kühlschränken, Fernsehgeräten zu versorgen. Da war mir klar, dieser Mann ist in Wahrheit ein Revolutionär von oben, und ich habe meinem Mitarbeiter von Braunmühl, der dabei war, dann gesagt auf dem Rückweg, wenn dieser Mann das alles macht, was er uns gesagt hat, und ich bin überzeugt, er wird es tun, dann haben wir zum ersten Mal eine realistische Chance, auch unsere eigene Frage, die deutsche Frage, also in unserem Sinne zu lösen. Ja, für uns stand im Vordergrund, dass Menschen die Freiheit bekommen. Nicht? Und wenn man das mit der Wiesn erreichen kann, tut man das. Ich habe jedenfalls die Verantwortung gespürt, allen Menschen, die die Freiheit haben wollten, den Weg zu eröffnen, den ich selbst gehabt hatte. Ich bin ja erst 1952 aus der DDR nach Westdeutschland gekommen. Ich habe mich damals für dieses unser politisches System entschieden, und ich sah die Verantwortung, nachdem ich die Möglichkeit hatte, Menschen dabei zu helfen, das zu tun. 1989 war es ein Massenansturm. Zunächst natürlich auf die Botschaft in Ungarn, weil Ungarn ja auch das Reiseland der DDR war und weil man dort auch hoffte wahrscheinlich, dass man leichter nach Westdeutschland kommen würde, als das aus anderen Ländern der Fall war. Und erst nachdem Ungarn die Grenze geöffnet hatte, verlagerte sich dann der Ansturm auf Prag, weil man nach Prag ohne Visum reisen konnte. Und das war also ein Massenansturm, wie sie ja auch aus den Zahlen ergibt, die dann in der Botschaft versammelt waren. Es wurde auch das Ansinnen an mich gerichtet, unsere Botschaften zu schließen. DDR hat eine entsprechende Forderung im Kanzleramt vorgetragen. Ich habe diese Forderung zurückgewiesen und habe gesagt, dass man der DDR sagen möge, dass es schon schlimm genug sei, dass in Berlin eine Mauer stehe, aber ich würde auf gar keinen Fall diese Mauer vor unseren Botschaften im sowjetischen Machtbereich errichten. Es war ja schon im Januar war es zu Demonstrationen in Dresden gekommen. Und es war auch offenkundig, wenn rundherum um die DDR sich neue Entwicklungen durchsetzen, dann kann das die DDR nicht unberührt lassen. Man muss immerhin wissen, dass Solidarność längst eine gestaltende Kraft in Polen war. Der Tschechoslowakei war Václav Havel mit seinen Freunden längst einen politischen Faktor geworden. In Ungarn gab es eine Reformregierung, die formal noch die Kommunistische Partei als ihre Partei bezeichnete, aber längst diese Phase hinter sich gelassen hatte. Und auch in der DDR selbst. Ich hatte im Herbst 1988 in New York, wo ich wie in jedem Jahr mit dem sowjetischen Außenminister zusammentraf, Shevardnadze ein Gespräch unter vier Augen gebeten. Das war unter vier Augen heißt dann eigentlich mit den Dolmetschern und den Nottäkern. Und in diesem Gespräch habe ich ihm gesagt, dass ich voraussehe, dass im kommenden Sommer zu dramatischen Veränderungen und Entwicklungen in der DDR
kommen wird und dass es sehr wichtig sein wird, dass sich nicht wiederholt, was 1900 und was bei dem Volksaufstand 1953 geschehen war, nämlich dass sowjetische Panzer gegen deutsche Mitbürger eingesetzt werden. Das hat Shevardnadze dann auch, als er im Dezember 1989 vor den Außenministern der Europäischen Gemeinschaft gesprochen hat, zum ersten Mal war er unser Gast, da hat er gesagt, der Erste, der uns gesagt hat, was kommen wird in der DDR, war Hans-Dietrich Genscher und das hat uns damals aufgerüttelt.